Moin Leute, Trimax hier. Romatra und ich besprechen weiter Sachen für Seven vs. Wild. Ich bin jetzt noch 3 Wochen in New York. Danach gehen die ganzen Vorbereitungsstreams los. Wir müssen noch unglaublich viel lernen. Wir sind volle Amateure, aber wahnsinnig ehrgeizig und wollen das alles hinkriegen. Wir recherchieren Tag und Nacht. Wir haben schon eine Aufgabenverteilung, wer was macht. Ich bin zum Beispiel fürs Angeln, Fische ausnehmen und zubereiten zuständig. Romatra ist für den Lagerbau zuständig an sich. Ich hole die Materialien ran, er baut das Lager. So soll es sein. Ich weiß nicht, er sagt, man kann auch ein bisschen schaufeln oder die Baumstämme in die Erde hauen oder. Das wird er mir jetzt alles erklären. Er hat einen Pitch vorbereitet und den muss ich erst absegnen, weil klar, wir müssen uns ja immer einig sein, stimmt's? Wir müssen uns einig sein. Okay, dann zeig mir Lager. Ich werde jetzt meinen Pitch... Schau mal ganz kurz, bevor ich komme, ich war gerade schon ein bisschen geladen vom Intro, weil Romatra hat gesagt, er möchte ein Shelter bauen. Also es gibt auf YouTube 1 Million Shelter und er möchte ein Shelter bauen, was es so noch nicht gibt. Bitte. Den ich so noch nicht gesehen habe. Okay. So müssen wir, den habe ich so nicht gesehen. Okay, ich werde dir auch gleich erzählen, wieso, okay? Ich finde den ganz oben zum Beispiel von den Natursöhnen, der befriedigt mich schon mal auf allen Ebenen. Genau, du musst mir jetzt mal kurz zuhören, okay? Mhm. Also, ich habe mir auch dieses Video angeschaut, mehrfach, ja, aber nicht wegen dem Shelter. Gerne des Shelters. Und das Problem, was ich hier halt sehe, also die meisten Leute bauen entweder, haben halt ein Tarp-Setup, haben ein richtiges Tarp und bauen dann damit. Oder wenn sie halt so eine Hütte bauen wie jetzt hier, decken sie das halt am Ende mit Holz ab. Ja. So, da wird es durchregnen. Max, richtig. Das verspreche ich dir jetzt, egal wie viel Moos wir da drauflegen, wie viel Blätter wir da drauflegen, da wird es durchregnen und nass werden. Vielleicht nicht egal wie viel, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, dass einer von uns dann einfach unter einem tropfenden Fleck liegt. Und dann müssen wir da so, ist das jetzt ein Ein-Mann- oder ein Zwei-Mann-Shelter, was die da haben? Die passen da zu zweit runter. Boah, ich weiß nicht, aber das ist aber nichts nachts, dass wir... Doch, wir werden kuscheln. Oh, fuck. Aber das Interessante an dem Video ist, warum ich mir das Video angeschaut habe, ist... Du kannst nicht einfach so, wir müssen kuscheln in den Raum stellen. Wir berühren uns die ganze Nacht, 2 Wochen lang. Nein, wir werden mehr Platz aufbauen. Wir werden da nicht Löffelchen machen, keine Sorge. Außer ich werde dich nicht wärmen. Außer es kommt hart auf hart, dann müssen wir uns wärmen gegenseitig. Außer du willst dann abbrechen. So, du hast dann entweder die Chance, mit mir zu kuscheln oder abzubrechen. Oh Mann. So, Mann. Das ist doch jetzt doof, oder? Also, Digga, wenn du wirklich unterkühlt bist und ich muss dich wärmen, Alter, das ist so geisteskrank unangenehm. Oder aber wir müssen da wahrscheinlich durch. Ja. Kann man auch vor, vor Cringe abbrechen? Ist das schon mal passiert, dass da jemand den roten Knopf gedrückt hat? Schön filmen dann, ja, wir filmen den ganzen Scheiß. Wir werden da drauf filmen. Oh, der Chat geiert schon wieder. Es wird so hart gelöffelt. Nee, das ist doch... Gut, okay, weiter. So. Also, ich habe mir das Video angeschaut, weil wir werden ein Trapper-Bed... keine Ahnung, wie man es ausspricht. Hier steht's. Wie würdest du es aussprechen? Trapper-Bath. Trapper-Bath. Es ist ein Trapper-Bed, es ist deutsch. Okay, weißt du, wie man es baut? Sonst können wir nochmal kurz durchgehen. Gerne, zeig mal. Okay, also. Alter, du bist richtig gut vorbereitet, gefällt mir. Du nimmst zwei große... Diese zwei großen Bäume... Okay, stopp, Essen, ganz kurz. Finden. Was ist der Vorteil davon? Trapper-Bed ist der Vorteil, dass wir wollen weg vom Boden. Der Boden ist kalt und wir wollen nicht auf dem Boden drauf liegen. Dann liegen wir lieber auf harten Hölzern. Nein, der Boden wird auch nass, der saugt sich auch voll, wenn es regnet, auch wenn der nicht direkt angeregnet wird. Der ist einfach feucht, der Boden. Der ist einfach unangenehm drauf zu liegen. Klar. Das heißt, wir bauen so ein Trapper-Bed hier. Du nimmst 2 große Baumstämme, die du findest, spitzt die kleinen an, haust die links und rechts daneben, dass sie nicht wegrollen. Ich glaube sogar tatsächlich, das schaffen wir schon nicht. Willst du mich verarschen? Nee, also zu dem Zeitpunkt werden wir es schaffen. Aber gibst du uns jetzt, lässt uns einen Wald los mit einem Messer und einer Handsäge, das muss uns jemand beibringen, glaube ich. Das schaffe ich. Okay. Ich sag, das schaffe ich. Du sagst du schaffst alles. Ja, richtig. Geil. Aber guck mal, das sieht cool aus. Der hat das reingehämmert mit dem Baum. Genau, dann wird das reingehämmert und dann werden andere, das ist übrigens alles Totholz, das haben die nicht gesägt, das haben die rumliegen gefunden. So wie da hinten im Hintergrund liegt es überall. Haben die aufgesammelt, zusammengetragen. Das heißt, vielleicht müssen wir gar nicht so viel sägen. Aber das Totholz musst du oft sägen, ja. Das sind natürlich geisteskrank heftige Äste, Stämme, ne? Also wirklich. Ja. Die sind sehr, sehr heftig. Das wird schwer, die zu finden. Es gibt noch mal ein bisschen zurück. Ich lieg bei deinen Füßen. Ja, nein, okay. Wir können uns ja auch Kopf an Kopf legen, aber es ist. Nee, doch nicht, ich liege bei den Füßen. Ist ja Schlafsack drumrum. Also. Ja, okay. Noch weiter zurück hier? Ja, genau. Davon so 20 diese perfekten Äste zu finden, ist schon richtig schwer. Aber wir haben ja ganz. Wir haben ja viel Zeit. Der erste Tag, sage ich jetzt schon, wir schaffen es nicht an einem Tag zu bauen. Also, wenn wir uns nur aufs Bauen konzentrieren, sowas am ersten Tag als Anfänger schaffen wir nicht. Müssen wir realistisch rangehen. Notfalls machen wir den Knossi.
schlafen die erste Nacht fast gar nicht, stehen nur unter einer Palme, wenn es regnet und gut ist. Generell, wenn es die ersten zwei Tage durchregnet, sind wir unbeschreiblich doll am Arsch. Da kann sein, dass Knossi und Sascha abbrechen, Papa Platte und Rezmann oder wir. Regnet das die ersten 48 Stunden durch? Davor habe ich habe mehr Angst vor Regen am Anfang. Wenn es später regnet, ist okay, aber Regen am Anfang habe ich mehr Angst vor als ein fucking Bär. Jetzt deswegen komme ich jetzt an, okay? Du musst mir jetzt deswegen habe ich das auch so noch nicht gesehen direkt. Es sieht überall ein bisschen ähnlich aus. Das ist am Ende alles gleich. Also das ist das Traberbett, das sollten wir probieren zu bauen. So, das Prinzip ist nochmal kurzer Einwand. Irgendjemand hatte gesagt, es ist mega unbalanced, wie bei der ersten Staffel, wenn dort Höhlen sind. Wollen wir sofort instant anfangen, das Lager zu bauen? Oder Kundschaft, wir haben ja einen bestimmten Radius, wir dürfen uns ja irgendwie 1 Kilometer Radius irgendwie bewegen oder so, ne? Einmal komplett alles auskundschaften und dann bauen oder instant bauen? Ich würde instant bauen. Okay. Okay? Okay. Aber wenn wir 3 Tage später, wenn das Lager steht, eine geile Höhle finden... Dann ist es so, ich will eh eine Höhle bauen. Ein Lager bauen. Okay. Eine Höhle bauen. Okay, gut. Jetzt hier noch kurz Einwand. Hier haben sie einen Ast hingelegt. Ich würde da gerne 2 Äste hinlegen. Wenn es geht. Unstabiler. Des Todes. Nee. Dann müssen wir die anderen Äste, die schön dick sind, die das befestigen, richtig schön tief in die Erde hauen, ja. Nein, oder wir knoten die oben zusammen. Das habe ich mich für zwei. Ich habe schon sehr viele Videos geschaut. Geil, pitch mir das alles. Also, ich zeige dir jetzt das Fritz-Meinecke-Video. Ja. Nee, guck mal, selbst das ist ja viel, viel kleiner, was er da hat. Für die erste Nacht. Danach können wir die Baumstämme, die wir haben, für was anderes verwenden. Das ist ja ganz geil. Ja, guck, ist genau das Setup für das Trapperbett. Und jetzt bindet er die oben zusammen. Und dann ist das massiv. Ich würde auch nicht 3 hochgehen, ich würde einfach 2 hochgehen. 2 hoch, das ist schon krank. Ich würde einfach gerne weg vom Boden. Ja, ja, aber das ist krank. Davon 2 Dinger. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Aber wir können es gerne probieren mal im Wald. So, das wäre der Plan. Okay, check. Das ist also Trapperbett bauen. Abgenommen von dir, okay? Bauen wir direkt. Wir müssen vom Boden weg, von der Kälte. Sogar noch ein anderes Ich glaube Video. Aber, erste Nacht ist Dach wichtiger als ein Trapperbett. Jetzt. Notfalls schlafen wir im Sitzen. Weißt du, die erste... Das Ding ist, das Dach, ne, das Dach wird... Ich würde sogar sagen... Entferne dich von der entspannten ersten Nacht. Die ersten 48 Stunden wird Hölle. Das ist ohne Schlafen. Check, ich würde dich losschicken, Hölzer zu sammeln. Okay, du gehst Hölzer sammeln. Während du Hölzer sammeln gehst, baue ich das Tarp auf. Das habe ich schon bestellt bei Amazon. Das braucht irgendwie 2 Wochen, bis es ankommt, weil das ist irgendwie, kriegst du sonst irgendwie nirgends. Ich habe ein Video gesehen von den Naturensöhnen. Was ist das genau für ein Tarp, für Shelter? Das ist, warte, ich habe es hier rausgesucht, aus dem Stoff Mühler. Normales, ist das eine Rettungsdecke? Nein, Rettungsdecken sind nicht aus Mühler, Rettungsdecken sind aus einem anderen Material als dieses Ding. Aber die haben das alle abgesegnet, ja? Niemand hat das bis jetzt abgesegnet. Ich habe noch niemand auf dieses Video reagieren sehen. Aber das Interessante an diesem Video ist, guck mal kurz, wie groß dieses Tarp ist. So, und es ist kein Tarp und es ist keine Rettungsdecke. Es ist etwas zwischen Tarp und Rettungsdecke. Da müssen wir aber ganz doll mit den Profis checken, ob die uns da das Go geben, ne? Müssen wir checken. Ich frage, stell dir mal wirklich vor, das reißt oder wenn es zu viel regnet oder der Regen oder ein Stock fällt drauf, dann ist es einfach kaputt und wir haben einfach kein Dach mehr. Wenn uns ein Stock auf irgendwas, also auch wenn wir Gewächshausfolien nehmen und da fällt ein Stock drauf, ist es am Arsch. Wenn wir Rettungsdecke nehmen, fällt ein Stock drauf, ist es am Arsch. So, das für die ist erste aber sehr Nacht klein. Braucht ihr einen Plan, trocken zu bleiben und die richtige Location zu finden. Wo gibt es Materialien, Wasser und Potenzial für Nahrung? Ja, okay, gut. Also dieser Plan, vor der ersten Nacht, das komplett Trapperbett mit Dach aufzubauen und allem drum und dran, davon kannst du dich verabschieden. Das schaffen wir nicht in der ersten Nacht. Nö, werde ich nicht verabschieden. Okay. Was? Du kannst mich, dann baue ich es alleine auf. Dann chillst du. Also wir versuchen es. Wir versuchen es, aber wir können es gerne mal in der Wildnis machen. Ich weiß nicht. Also, guck mal, egal. Lass mich erstmal reden. Hier. Okay. Ist unglaublich winzig. Passt locker in die Flasche. Sehr klein, ja. Ist sehr klein. So. Jetzt geht es nur darum, wie er es aufbaut. Hat das so ein Tarnmuster? Das hat ein Tarnmuster, ja. Das ist so. Cool. Hat einen Pluspunkt. Optik ist für mich auch wichtig, dann, dass unser Shelter ein gutes Skin hat. So, so sieht's aus. Das nervt mich, dass ich so groß bin, ne? Das ist so nervig, dass ich so groß bin. Ich wünschte, ich wäre so klein wie Papa Platte. Das wäre so chillig. Ja, weiter. So, davon nehmen wir 2 mit. Davon nehmen wir 2 mit. Regen f***t 80% der Teams in den Arsch, okay? Richtig, ja, danke. 100%ig sind wir in Arsch. Wenn wir nass sind, wenn wir wir können es nicht trocknen. Siehst du, wie es da gerade regnet? Selbst wenn wir ein Feuerzeug haben, schaffen wir dort kein Feuer. Höchstwahrscheinlich, wenn es gerade so regnet wie in dem Video, okay? Dann kriegen wir unsere Sachen nicht getrocknet. Arsch, dann war es das schon. Dann haben wir die erste Nacht durch und haben Schüttelfrost beide und sind krank. Deswegen ganz tief stapeln. Ich verabschiede mich vom Feuer. Ich verabschiede mich von einem Dach, von einem Lager. Von allem ist schon. Du darfst die Erwartung nicht zu hoch machen. Wir werden dort komplett
Es wird anders kommen, als wir uns denken. Fritz hatte letztes Mal, keine Ahnung, nach 5 Tagen sein Dach oder ein Lager fertig, weißt du? Ja. Das ist nicht ohne. Wir können auch, jetzt wo ich das gerade sehe, da muss er wieder mehr sägen, ne? Anstatt 2 Äste aufeinander zu stapeln, hat der jetzt einen relativ dicken da genommen, wie du siehst. Ja, müssen wir halt einen finden. Und den müssen wir dann jeweils 1, 2, 3, 4 Mal durchsägen oder 2 Mal durchsägen, ne? Ja. Aber das finde ich, das ist eine gute Höhe. Einmal. Genau, das, die Höhe ist super. So. Das ist zu tryhardig ein bisschen, ne? Was ist zu tryhardig? Das mit den... Ja, so doppelt noch so. Der hat ja gefühlt einen Lattenrost gebaut. Ja, nee, das davon... Das ist, das ist mir das scheißegal. Das ist, ja. Ist mit, ich schlaf auch... Ich würde dann Stein drauflegen. Wir sind nicht Fritz Meinecke. Ja, ja, genau. Ich würde, also, solange es trocken ist, ist mir alles scheißegal. Bro, richtig. Ich habe bei dir schon, also ich habe schon im Hotelzimmer dein Stuhl als Kopfkissen benutzt. Richtig. Mhm. Sägen wir so einen großen Ast da durch, wie bei dem Typen, ne? Ist danach die Energie raus. Die Hände sind aufgerissen, du hast Blasen, du hast einen Krampf im Bizeps, du kannst nichts mehr machen. Du bist im Arsch. Du darfst es nicht überschätzen. Bro, der erste Plan wäre sowieso nicht anfangen zu sägen, sondern so wie die zwei Jungs hier, einfach das Totholz aufzusammeln. Die haben hier geisteskrank wenig gesägt für den Scheiß, den sie hier gemacht haben. Ja, okay, ja. Die haben das hier entastet, okay, schön und gut, aber so, und die haben die angespitzt, aber die haben ganz wenig gesägt. Okay? Wollen ganz wir in wenig. Der ersten Nacht uns auf das Trapperbett konzentrieren oder erstmal, dass wir keinen Regen kassieren, Dach zuerst bauen? Erst also Dach, sag, dann Bett, würde ich sagen. Ich sag, dieses Setup, also das, was er hier gebaut hat, das hier, ja? Bin ich confident, baue ich in der Halle. Also wenn ich's üb, ich üb das, klar. Wo ist denn das fest? Ich check's nicht an Bäumen oder was? Das ist hier an der Seite. Ich weiß auch schon, wie man es potenziell festmacht, ja. Also es ist an Bäumen. Wenn es windfest ist und wenn es auch richtig regnet und alles, okay. Weil das würde für die erste Nacht schon reichen. Ja, dann schlafen wir im Sitzen. Liegen. Aber auf dem Boden liegen ist halt scheiße. Wir müssen uns vom Boden entfernen. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir hin, uns vom Boden uns entfernen. Da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Alle Profis benutzen ja dafür, wenn es egal ist, wie viel sie mitnehmen und im Rucksack Platz haben, benutzen ja alle Paracords dafür. Keiner benutzt dafür eine Angelschnur. Können auch Paracords. Da habe ich mal. Paracords braucht zu viel Platz in der Flasche. Ja. Also, wenn das hält, für 2 Wochen mit einer Angelschnur befestigt, ist cool. Wenn nicht, müssen wir da vielleicht noch ein bisschen anderes Spezialseil mitnehmen. Angelschnüre sind. Ja, okay, aber Angelschnüre sind doch eigentlich dafür gemacht, dass die. Also, Angelschnüre sind schon derbe fest, oder? Naturensöhne nutzen auch Angelschnur. Bestellt euch Dyneema-Schnur. Okay, finde ich erstmal gut. Also der Plan wäre, erster Tag, wir kommen an. Wir suchen sofort einen Spot, der flach ist. Kann Sumatra überhaupt richtige Survival-Knoten? Kann der Typ mal seine Schnauze halten? Nein, natürlich kann ich keine Survival-Knoten. Ich habe einen Bootsführerschein angefangen. Da musste man 9 Knoten lernen. Mhm. Ich kann keinen. Ich habe einen gemacht bei Nerd in the Dirt. Otto hat mich ausgelacht. Er hat mich einmal ausgelacht nur. Und das war in der Szene, wo ich Knoten gemacht habe. Und es ist bodenlos. Ich mache eine Schleife, dann eine Doppelschleife und dann verbinde ich die Knoten noch mit einem dreifachen Knoten. Also da geht gar nichts. Das sollten wir vielleicht noch lernen. Okay. Many kinds of Tarp Shelter und ich würde es tatsächlich so bauen. Also es ist jetzt genau an dieser Stelle, weil da habe ich das letzte Mal aufgehört. Mhm. Dass entweder dieses Setup oder, wenn je nachdem, wie viel übrig wir haben. Aber wir haben doch, das ist so gibt schwer, es noch, das zu befestigen da oben, ne? Das ist nur, da sind keine Schlaufen bei unserer Tarp dran, oder? Ja, aber die können wir bauen. Da kannst du auch wieder reißen und sowas. Bro. Also, so wie das hier aufgebaut ist, können wir die Angelschnur auch einfach unten durchführen, potenziell. Okay, das würde wieder gehen. Was ich halt auch cool fand, war, es gab dieses Setup hier, das hier mit so 2 überhängenden Lappen. Dann könnte man rein theoretisch das an der Seite auch, dann könnte man auf einer Seite auch zumachen. Nee, das bauen wir uns schön. Wir konzentrieren uns, das bauen wir uns lieber. Scheiß drauf. Das Setup sieht doch aus wie, keine Ahnung. Okay, check. Nee, fühle ich. Deswegen würde ich es halt einfach so in die Luft hängen, einfach so ein Dach in die Luft hängen und dann an der Seite mit Holz zubauen. Wäre mein Plan gewesen. Ja. Erstmal, also erster Schritt, Dach in die Luft hängen. Mach ich. Mhm. Währenddessen, du gehst Holz sammeln. Boom, du sammelst Holz, ich häng das Ding in die Luft. Dann bauen wir das Trapperbett runter und wenn wir es hinkriegen, dass dieses Dach über diesem Trapperbett liegt, bevor der Tag zu Ende ist, dann ist das für mich schon ein absolut erfolgreicher Tag gewesen. Wie baut man Wände? Wie würdest du das jetzt bauen? Hast du da irgendwas von gefunden? Genau so, wie er es hier baut. So wie du ein Trapperbett baust, nur ohne Trapperbett. So kann man richtig Wände bauen, ja? So würde ich die Wände bauen. Kann man die noch höher bauen? Baumstämme so? Das ist halt echt schwer, die Baumstämme in die Erde zu hauen. Da können Wurzeln sein, wir könnten theoretisch auf Stein leben. Das kann sein, dass es keine gute Erde ist, aber das ist schon geil, was er da hat. Ich habe mir nämlich von den Jungs angeschaut. Erstmal, super witzig. Alleine so einen Baumstamm in 2 zu sägen, davon können wir uns wahrscheinlich schon die gesamte Zeit verabschieden. Ja, check. Bin voll auf deiner Seite. Geil. Guck, dann haben sie dieses Trapperbett gebaut. Boah, das kann auch, guck mal, wie bergig das da ist. Wir können auf Stein schlafen müssen. Wir können sein, dass wir auf einer kleinen Insel sind. Es kann da ultra windig sein. Es kann sein, dass es übel steil ist. Es kann sein, dass wir, wie in der Staffel 2, nicht tief in den Wald reinkommen. Es wird immer anders, als man sich's plant, okay?
Check. Gut. Dann haben sie hier, so können wir das natürlich auch machen, rein theoretisch, haben sie hier das erste Trapperbett gebaut mit, das ist jetzt eine Rettungsdecke. Mhm. So, haben sie so befestigt. Und dann haben sie den auf der anderen Seite, haben sie, also die haben dann zwei gegenüber gebaut quasi, siehst du? Das wäre eigentlich auch ein cooles Setup, sag ich. Finde ich geil. In der Mitte ein Feuer? Genau, und dann haben sie in der Mitte das Feuer gemacht. Das ist geil auch. Das sieht auch geil aus. Ja, das, guck mal, das heißt, das eine... Da kann jeder aber auch so ein bisschen... Aber es ist mehr Aufwand, ne? Wir müssen halt zwei Trapperbetten bauen. Aber dadurch leichter. Wenn es kleiner ist, ist alles leichter. Zwei, es ist leichter, vier kleine zu bauen, wo dann jeweils eine Person drunter pennt, als ein zu bauen, wo vier Leute drunter schlafen. So eine fucking Blockhütte, weißt du? Ja, anderes Problem hier aber auch. Wenn es regnet, regnet es halt auch vorne rein. Checkst du was? Also hier so... Also wieder. Das kann sein, dass einer gefickt wird. Das sieht verdammt cool aus, hatte ich mir überlegt. Aber dann regnet es halt. Boah, das Feuer ist groß. Wenn dann ein Funken auf das Ding kommt, schmort das weg. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe auch gedacht, ich weiß gar nicht, wie weit das Feuer weg sein muss, dass mein Trapperbett nicht abbrennt. Weißt du, was ich meine? Guck mal, das geht hier so durch das Feuer und auf einmal brennst du nachts oder was eine Scheiße. Das Ding hier einfach zweimal gegenüber bauen. Spiegeln, genau. Und dann in der Mitte ein Feuer. Aber dann regnet es halt potenziell vorne rein. Also ich glaube, also wir sind am meisten geschützt, sind wir wirklich, wenn wir... Ja, was heißt, es regnet vorne rein? Zeig nochmal das Vordere da von Fritz nochmal. So, in der ersten Nacht kann das ja so aussehen. In der zweiten Nacht nehmen wir uns einfach ganz viele Tannenzweige und lehnen die einfach nur da an, weißt du? Ja, und? Aber dann regnet das nicht von vornherein. Ja, dann haben wir zwei kleine Shelter. Und dann machen wir das Feuer in der Mitte und wenn du raus willst aus der Hütte, musst du die Tannenzweige abbauen oder was? Ja, das lässt einen kleinen Schlitz, wo es nicht viel reinregnet. Das ist ja auch dann nur seitlich. Da muss ja genau von da kommen. Also das Setup von Fritz, davor ein Ding und so einen kleinen, alles voller Tannenzweigestellen oder Äste, die eine kleine Verästelung haben, dass da kein Regen, der seitlich kommt. Du hast recht, egal wie viel Moos du nimmst, wenn Regen von oben kommt und es richtig regnet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es von oben durchregnet. Bei dem Tarp wird es ja von oben niemals durchregnen. Nein. Und wenn es richtig doll regnet und wir haben das ganze Ding zugestellt mit Stöckern und richtig viele Stöcker, die wir einfach so gegenlehnen, dann wird es da auch von der Seite nicht reinregnen.